Also ich bin hier gerade bei Bali einkaufen ein bisschen. So. Gibt's geile Sachen hier, so Dings, aber eins kommt mir nicht bekannt vor. Das kenne ich von Deutschland und das nehme ich mir auf jeden Fall mit, Alter. Kostet 3 Euro, 3 Euro. Oder 3 Euro, geht klar, oder Bruder? Ich nehme mir das mit auf jeden Fall, geil. Ey, Bratas, Martinas, Batuchas, was geht ab? Ich war heute unterwegs in Bali, irgendwo in der Stadt, und ich habe mir ein fettes Gucci-Käppchen geholt. Ich schwör's euch, 2 Euro. Sieht besser aus als das Originale. Und ist auf jeden Fall auch stabiler. Alter, scheiß mal auf diese ganzen Gucci-Kacke. Ich schwör's euch, holt euch so eine Käppis. Scheiß mal auf diese 180 Euro oder was das kostet, Bruder. Ohne Sinn. Holt euch sowas, Bruder. Richtig Playboy, ich schwör's euch. Ja, ja. Bratans, Martinas, Batuchas, was geht ab? Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich wollte euch mal erzählen, was ich hier auf Bali alles mache. Natürlich mache ich Musik und so, aber es kommt noch eine fette Überraschung für euch. Ich habe einen eigenen Eistee gemacht, den Brattee. Der ist übertrieben lecker. Wir haben lange dran gesessen, wir haben lange dran gearbeitet. Und ich wollte Danke sagen an alle. Danke an Edeka, danke an Rewe, danke an Kaufland für das Vertrauen. Wir haben schon 6 Millionen verkauft und der Eistee ist nicht mal draußen. Ich bin übertrieben glücklich. Ich danke euch allen, ich liebe euch. Danke an alle Fans, die uns unterstützen und überhaupt das alles möglich gemacht haben. Der Brate kommt, Bratan, der Brate kommt, gibt euch, Bra! Überall, ab Februar, gibt euch, Bra! Bratans, Bratinas, guckt euch das mal an. Pap, Wassermelone, Zitrone, Granatapfel und Pfirsich, Bratan, du weißt Bescheid. Wird übertrieben krass. Weiß ich es einfach. Und deswegen finde ich, das hat auf jeden Fall immer Liebe und Respekt verdient. Deswegen, also nochmal an der Stelle wirklich Congrats von ganzem Herzen. Und Leute, jetzt kann ich es euch sagen, mein Album wird nicht... Hey, Shirin, schöne Grüße. Was geht ab? Viel Liebe zurück, viel Respekt zurück. Dankeschön, dass du Bescheid gesagt hast, dass du Eistee machst. Ist auf jeden Fall krass. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg damit. Und jetzt machen wir Eistee Beef oder was? Schöne Grüße. Du weißt Bescheid, Berlin lebt. Bra. Vielleicht machen wir auch gar kein Eistee-Beef, sondern vielleicht machen unsere Eistees einfach Liebe und wir machen eine Brattee Dirty Liebes-Edition. Nicht zum Valentinstag, aber vielleicht irgendwie später.